Karin war wirklich frustriert, ne? Nach dem Video, er sagt zu mir, Claudio, warum hast du das gemacht? Warum so schwierig? Ich so, es tut mir leid. Ich werde auch frustriert gewesen. Ja, guck mal, er weint. Ach, Mann. Ja! Sowas gibt's in diesem Spiel? Genau, das meinte ich. Der hätte dich rausgeschmissen. Der hätte dich gepackt und gemacht. Ja. Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen bei Zock mit mir. Hallo. Claudio hier mit René. Hi. René, was machen wir heute? Wir werden mal wieder reagieren. Ja. Ne? Und worauf reagieren wir? Wir reagieren auf Claudio hat eine Roblox-Lobby für Karin gebaut. Boah, das ist so lange her, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Das ist nicht lange her. Und das sieht man auch. Ja. Ich glaube, da fehlt was. Da fehlt der Bart. Was gefällt dir besser? Ohne Bart oder mit Bart? Ganz klar so. Ja? Ja, ja, danke. Also ich glaube, das ist eine klare Sache. Oh nein, das ist so schrecklich. Ich kann mir das nicht angucken ohne Bart. Oh, wie sehe ich denn aus? Keine Sorge, gleich wird das Bild vom Spiel ja größer. Oh nein. Dann wird das Bild von euch ein bisschen kleiner. Okay, René, hast du schon mal eine OB gebaut? Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Außer in Adopt Me habe ich ja eine. Da habe ich eine gebaut. Ja, stimmt. Aber, keine abseits von Adopt Me. Aber du, man muss eins sagen, René kann in Adopt Me wirklich super OBs bauen. Also wirklich. Ich fand die schon sehr schwer und Karl fand die auch schwer. Das heißt, ja, die war ultimativ. Aber jetzt war es ja umgekehrt. Jetzt hast du ja für ihn gebaut. Genau. Und das schauen wir uns jetzt mal an, ne? Ja. Die hast du für mich gebaut. Ja. Und die soll ich jetzt schaffen. Die soll ich versuchen zu schaffen, ja. Ja, gut. Okay. Ja, Bianca hat das ja letztens auch gemacht. Sag bloß, sie hat dich auf die Idee gebracht. Ja. Okay. Ich meine, Karl. Okay. So, ich sag mal kurz Hallo und dann machen wir weiter. Ja, klar. Okay. Okay, die verschwinden. Okay, jetzt kann ich mich wieder dran. Ich sehe noch keinen Checkpoint, Claudio. Ich sehe noch keinen Checkpoint. Kein Checkpoint gebaut, du Frechdachs. Ja, okay, so gut kannte ich mich das auch. Denn? Ja, so gut kannte ich mich auch nicht aus. Natürlich, also, war natürlich aus Versehen. Es kommen noch Checkpoints, aber. Ah, okay. Okay. Aber man sieht schon, jetzt gerade geht's, glaube ich, noch. Ich glaube, gerade ist es noch nicht ganz so schwer. Naja, aber doch, ich meine, es ist ja doppelte Schwerkraft, das heißt, nicht doppelte Schwerkraft, sondern Sprungkraft. Das heißt, er springt ja hoch. Ist schwierig. Schau mal. Ich bin ganz ehrlich zu dir. Jetzt nicht mehr, aber ja. Das gefällt mir gar nicht. Genau, aber das schafft er noch gut? Ja. Ach komm, Mensch. Ach komm, Mensch. Warum ist das so gut? Jetzt sag mal hier. Ey, guckst du dir überhaupt meine Videos an? Ja. Es stimmt doch gar nicht. Doch, gucken wir alle deine Videos an? Nein, niemals. Okay, das ist Nummer 2. Okay, auch hier verschwindet was. Ich muss sagen, easy. Bisher easy. Bisher ja, nicht easy. Und ja. Ja? Easy? Ich höre dich nicht. Was war das? Okay. Irgendwas hast du da wieder gemacht. Ja. Easy. 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 Hey, du. Leute, Hashtag easy in die Kommentare. Du regst mich jetzt schon auf, weißt du das? Ja. Komm, mach mal. Warum hast du da keinen Checkpoint eingebaut? Ja, wegen easy. Machen wir jetzt wieder easy. Na los. Wie der sich freut. Und was passiert jetzt? Ich hab schon gesehen, hier hast du es eingefärbt. Ich hab's gesehen. Ah, ja. Schade. Ja, ich hab's gesehen. Daran lag hier, das. Hier hast du es jetzt mal eingefärbt, danke. Ach, voll nett von dir, dass du das da ganz gut sichtbar gemacht hast. Ja. Nur da vorne, war aus Versehen, ne? Ja. Ja. Passiert. Kein Checkpoint immer noch. Okay, warum geht das hier zurück? Ja. Okay, auch das habe ich ohne Probleme hingeschafft. Ja, guck, auch easy, Claudio. Kein Problem für mich. Guck mal, die süßen Smileys. Ja. Was schafft er wieder? Ja. Und wo muss er starten? Ganz am Anfang. Ja! Checkpoints. Ich war schon fies. Das war schon echt fies. Also ich will hier auf jeden Fall nicht nachlaufen. Da lachst du nicht mehr. Kann ich rausschmeißen? Nö. Ey, das gibt's doch nicht. Warum? Ich geb dir gleich easy. Ich bin auf gemacht. Was ist denn? Nö, mach mal. Versuch's nur raus. Wie schon. Mach dir deswegen keine Sorgen. Okay, ich muss jetzt wegen den Köpfen hier nochmal aufpassen. So, von hier nach. Jetzt muss auf den roten, ganz genau. Ach komm, kannst du deinen Doppelsprung machen. Kannst du einen überspringen. So, und was machst du jetzt? Ach Mann. Und? Ja, was ist das? Immer noch kein Checkpoint? Checkpoint! Das war doch, das war doch klar. Das war doch klar, dass man leider da runterfällt. Ja. Das hätte sogar ich direkt gedacht. Deswegen habe ich auch gerade Checkpoint gesagt. Ich wollte auch dich verwirren, aber okay, du hast gecheckt. Mach mal. Klar, dass da keine Checkpoints sind. Und Karin war wirklich frustriert, ne? Nach dem Video. Er sagt zu mir, Claudio, warum hast du das gemacht? Warum so schwierig? Es tut mir leid. Ich werde auch frustriert gewesen. Ja, guck mal, er weint. Ich wollte nur kurz gucken, was da ist. Ich wollte nur kurz gucken, was da ist. Was sagst du, was wäre denn da?
Was sagst du, was wäre denn da? Ein Checkpoint oder was? Ein Checkpoint oder was? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hättest du jetzt noch einmal easy gesagt? Ja. Der hätte dich rausgeschmissen. Der, ja. der hätte dich gepackt und gemacht. Und dann schreiben mir noch Leute hier in den Chat, ich soll nett zu Bianca sein. Bianca ist gerade nicht da. Es geht um Claudio. Aber trotzdem, ich versuche es beim nächsten Mal. Ach, guck mal nach oben. Ja. Und? Oh. Ja, okay, das kann er. Kein Problem. Was musst du hier machen? Hier ist ja, ich kenn das Video ja nicht, hier ist wahrscheinlich auch klar, der darf die farbigen Felder nicht berühren. Außer, du bist so gewieft und das ist genau andersrum. Naja, wenn man genau hinguckt, dann weiß man, auf welche man nicht gehen darf, aber gut. Überleg doch mal. Das sieht man ja eigentlich. Dadurch, dass die hier alle gelb... Warte, du hast ja immer hier blau. Aber ich gehe davon aus, dass du mich veräppeln willst. Ja. Und ich... Ja! Ja, da habe ich doch richtig gelegen. Ja klar, weil du musst mal darauf achten, auf welcher Platte bist du denn gerade. Er ist auf einer hellblauen Platte. Ja, ja, klar, genau, deswegen meinte ich auch. Wahrscheinlich genau. Die eingefärbten Dinger sind... Genau. Genau, die falschen. Ich kann mich doch daran erinnern, auch mein Kram. Oh. Ja, das ist so unnötig. Warum macht man, hat Bianca letztes auch schon, warum macht man hier keine Checkpoints? Gut, Bianca wusste nicht, was Checkpoints sind. Und ja, René, kam schon ein Checkpoint? Nö, weiß ich auch nicht. Ich kann dir auch mal eine Omi bauen, hä? Klär's mal damit. Nee. Dann hast du hier einen Gastauftritt. Oh, doch, doch. Das werden wir nächste Woche auch noch einmal vielleicht machen. Mal schauen. Das nächste Mal, wenn Claudio dabei ist. Links, rechts, oben. Oh. Bringt nichts, Claudio. Bringt nichts. Ja, so, jetzt muss ich hier nochmal auf die Wand achten. So. Hier, nehme den Sicherheits... Stimmt, ich muss hier hinten sein. Genau so sein, ja. Ah, jetzt. Sehr gut. Jetzt klappt es auch. So sein. Sehr gut. Du brauchst mir nicht sagen, dass ich gut bin. Und immer noch kein Checkpoint? Kein Checkpoint? Ey, ist das dein Ernst? Warum hat man... Es tut mir leid. Wie mies. Guck mal, warum hast du keinen Checkpoint eingebaut, Junge? Ja. Was ist mit dir schief gelaufen? Ja, du konntest mir jetzt schief hochlaufen. Oh, der Claudio. Guck jetzt, guck mal. Endlich. Was sehen wir da? Ich weiß wunderbar, was jetzt kommt. Aber ich sag erstmal nix. Checkpoint. Oh Mann! Ja! Sowas gibt's in diesem Spiel! Genau, das meinte ich! Das ist, glaube ich, wirklich das dreckigste, also wirklich das mieseste und dreckigste, was ich je gesehen habe bei der Obi. Aber René, du hättest es gewusst! Ja, warum hat es Karl nicht gewusst? Ja, aber auf der anderen Seite. Stell mal vor, die Chance, dass es ein Checkpoint ist, ist bei 5%. Dann werden wir ja trotzdem die Chance. Man will ja trotzdem den Checkpoint. Ja, aber ich meine, wenn er bis dahin schon keinen Checkpoint hätte, warum soll ich da noch einen Checkpoint einbauen? War schon... Ich habe ganz am Anfang gesagt, da kommt noch ein Checkpoint. Ich dachte vielleicht, weil du auch drauf rein, aber bist du deswegen nicht. Deswegen vielleicht, ja. Aber irgendwie bei dem Video, bei dieser OBI, der überrascht mich gar nichts mehr. Ja, na gut, machen wir weiter. Hey! Sorry. Oh, da ist jemand runtergeflogen. Sorry. Ich warte, bis das hier wiederkommt. Tut mir leid. Ja, aber guck, da hättest du auch die Checkpoints für die anderen hier machen können. Nicht nur ich mache diese Obi hier. Ja, da hast du recht. Das war schon echt gemein von dir. Die armen Leute, die das sonst noch machen wollen. Gutes Argument. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht. Ja, Claudio. Hättest du diese Checkpoints hier eingebaut, dann wäre alles okay. Aber nein, Claudio will ja wieder keine Checkpoints einbauen. Möchtest du einen Tipp haben? Ja. Wenn du jetzt hier oben drauf bist und jetzt einfach nach rechts springst, dann siehst du da gleich irgendwo einen Checkpoint. Genau, spring doch einfach mal. Ich bin so blöd. Denkst du wirklich, ich bin so blöd? Ja, man kann's ja. Glaubst du, er schafft die OB? Ich weiß ja nicht, wie lang die noch ist, aber die schien mir gerade nicht mehr so lang zu sein. Deswegen würde ich einfach mal sagen, ja, der schafft die noch. Okay, dann schauen wir mal. Der weiß ja jetzt, wenn du schon so fragst, dann wahrscheinlich eher nicht. Aber der weiß ja jetzt eigentlich, ich glaube, das ist so eine OB, wenn man die einmal weiß, wo es lang geht, dann schafft man das auch. Das ist ja nicht so wie die Tower of Hell, was ja wirklich Geschicklichkeit auch erfordert. Und... trotzdem bin ich gespannt. Ja, versuchen. Ne? Hier sitzt nicht Danja oder Bianca oder Nina. Hier sitze ich, Kahn. Na gut, das mit dem Checkpoint eben habe ich auch nicht ganz gecheckt. Wollte ich gerade sagen. Mit dem falschen Checkpoint. Aber das machst du ziemlich gut. Okay, diesen Checkpoint darf ich also nicht mitnehmen, habe ich verstanden. Ne? Und? Nein. Sicher, dass du da durchgehst? Ja, ich kann das nicht. Ach, Mann. Das war knapp. Und? Und? Also, ich hatte den. Und? Hab ich's geschafft? Kommt da nicht durch. Oh, Gott sei Dank. Hattest du Spaß, Kahn? Ja, ich hatte sehr viel Spaß, Claudio. Danke. Kein Problem. Also, ich muss sagen, die Obi war nicht so schlecht. Ne, da waren auch ein paar Upgrade-Sachen da. Aber dann hatte ich ja recht gehabt. Dann war die ja wirklich schon fast am Ende. Hätte mich jetzt auch nicht überrascht,
wenn er durch das Ziel geht und auch wieder am Start landet. Was glaubst du jetzt ehrlich? Du hast ja die OB gesehen. Wie würdest du die OB bestehen? Jetzt ganz ehrlich. Du meinst, ob ich die schaffen würde oder nicht? Ja, und wenn du mal runterfahren würdest, wie würdest du reagieren? So wie Kahn oder... Also bei dem Checkpoint, wenn mir das passiert wäre, dann würde ich das Spiel schließen und rausgehen aus dem Zimmer. Oh. Und einfach weggehen. Aber du würdest doch gar nicht auf den Checkpoint gehen, ich kenne dich. Also du kennst mich auch sehr gut. Ja, wahrscheinlich eher nicht, das stimmt. Ja. Aber wie gesagt, ich kann schon verstehen, dass man diesen Checkpoint aber will. Für die kleine Wahrscheinlichkeit, dass er doch wirklich ein Checkpoint war. Ja. Aber wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die Reaction von uns beiden gefallen hat, dann schreibt gerne in einen Kommentar. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Und schreibt uns gerne rein, auf was wir als nächstes reagieren sollten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ganz genau. Ciao. Tschüss.